So und dann willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Afterbirth. Hier seht ihr immer noch den bereits angefangenen Run von vor Ewigkeiten. Danach haben wir gestern die Daily Challenge gemacht und nun widmen wir uns einem neuen Run, bei dem ich hoffe, dass er einigermaßen vernünftig wird. Wir bemühen uns einfach mal mit Samson, weil wir so cool waren mit Samson in den letzten Daily Challenge. Ja komm, wir spielen Samson. Bin gespannt. Vielleicht kriegen wir was ähnliches hin wie in der Daily Challenge. Und ich werde jetzt meine Prioritäten etwas anders setzen. Wenn ich merke, ich kriege beim ersten Devil Deal richtig gute Items, dann nehme ich den Devil Deal und gehe zu Sahash und hau Hash um. Wenn ich merke, ich kriege keine guten Items beim Devil Deal, dann gehe ich auf Angel Rooms und hoffe, auch gegen Megasate antreten zu können. So zumindest meine Planung. Samson, wieso kriege ich eigentlich diese Gegner gleich als erstes hier auf der Ebene? Und auch noch in so einer Mega-Form. Danke. Ich denke, das klingt einigermaßen realistisch. Ich denke, es ist realistisch. Und deswegen mache ich das einfach und hoffe, es funktioniert. Denn ich habe jetzt schon zweimal gemerkt, dass wenn ich versucht habe, Hash zu besiegen und Megasaren zu machen, das haut nicht hin. Weil ich bin entweder viel zu schwach, um Hash zu besiegen, oder ich kriege die Items für Megasatan nicht. Meistens bin ich immer nur zu Hash gekommen. Ich weiß nicht, wie es bei Megasatan ausgesehen hätte. Naja. Nicht der Raum. Mit explosiven Spinnen. Jetzt sich gerade irgendwie alles gegenseitig gesprengt. Und ganz viel... Da. Hier, willst du nicht hier und so? Nein? Okay. Der hat sich gesprengt. Bossraum haben wir gefunden, aber noch keinen Goldraum. Bedenklich. Erster Gegner Pin in so einem Mini-Raum. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so cool. Wobei es geht. Es ist jetzt nicht so, dass Pin die große Gefahr darstellt. Nee, Pin ist jetzt nicht wirklich die Gefahr. Aber wenn man gegen Pin nicht ankommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Unser erstes Item ist das Item, was ich erst mitnehme, wenn wir die nächste Ebene betreten. Weil das Item könnte uns helfen. Also klar, Items helfen uns, aber das könnte uns, glaube ich, ein schwarzes Herz geben, wenn ich mich richtig entsinne. Und das möchte ich dann doch gerne in der nächsten Ebene nutzen. Was haben wir hier? The Hermit. Bringt es in den Shop, das ist nützlich. Und da haben wir den Small Rock. Und Mom's Contact. Okay, jetzt wird's interessant. Ich hoffe, wir sterben jetzt hier nicht. Nein, wir sterben nicht. Wir kriegen Gegenteil. Wir kriegen so noch ein rotes Herz. Das hat sich doch sehr gelohnt. Ich glaube, den Small Rock habe ich, glaube ich, auch in der Daily Challenge gestern gekriegt, oder? Glaube ja. So, nehmen wir mal das mit. Evil Range Shot Speed Up und ein schwarzes Herz. Curse of the Lost. Okay, es ist mir eh egal, wo ich hin muss, weil ich versuche, alles zu erkunden. Mom's Contact ist natürlich jetzt richtig cool schon mal, für den Anfang. Finde ich sehr, sehr schön. Lohnt sich das? Ach komm, wir nehmen es einfach mit. Es wird schon nicht so schlimm sein. Aua. So viel, es wird nicht so schlimm sein. Halbes schwarzes Herz haben wir noch. Wir dürfen kein weiteres Herzschaden kriegen. Den haben wir glücklicherweise schnell besiegt. In so einem engen Raum wird er... Ich glaube, wir kriegen Schaden. Kriegen wir nicht. Was ein Glück. Are you a wizard? Das ist ungünstig, ehrlich gesagt. Probier's aber mal. Okay, sie haben sich alle gegenseitig gesprengt. Das ist schön. Wirst du das bitte zerstören? Kann das bitte aufhören? Bitte. Bitte. Es wäre schön. Ah, jetzt ist es weg. Was ein Glück. Der Schaden ist wunderschön dafür, dass wir gerade erst auf der zweiten Ebene sind. Vorbei. Hier. Seelenherz. Sehr gut.
Klar, wir kriegen immer mehr Schaden, wenn wir getroffen werden und so. Ich weiß. Aber trotzdem. Ich bin Samson. Ich musste damit rechnen, dass wir viel Schaden machen. Und ein All-Stats-Up. Wunderschöner Anfang. Ich glaube, noch viel besser kann es gar nicht laufen. Doch, es könnte besser laufen, wenn ich jetzt gleich einen Angel Room kriegen würde. Moment. Warum gehe ich nach links? Wir gehen erstmal nach rechts. Ah, da waren wir schon. Hui, das ist doch ein schöner Anfang. Der gefällt mir. Der gefällt mir wirklich. Was haben wir hier? Gegner. Kaputt. Kann ich da durch? Ja, funktioniert. Und auch die Freezing Tiers sind wunderschöne Tiers. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt eine unglaublich hohe Tierrate erreiche, damit ich häufiger die Gegner einfrieren kann. Weil das ist richtig nützlich. Das nehmen wir mal mit, weil ich hoffe einfach mal, dass wir kein ganzes Herz oder keine roten Herzen Schaden mehr kriegen. Das heißt, ich kann alle roten Herzen mitnehmen. Sehr schön. Wo stelle ich mich am besten hin? Ich weiß es nicht. Es hat funktioniert. Der Matchstick. Cool. Bedeutet, wir kriegen mehr Bomben. Bedeutet, oh, wir kriegen eine Karte. Was ist da drinne? Tour of Hearts. Okay, brauchen wir nicht. Dann nehme ich doch lieber die Shopkarte mit. Falls ich irgendwann mal in einen Shop kommen sollte. Der Bombenstick ist natürlich auch sehr nützlich, weil wir den gleich hier einsetzen können. Und wir kriegen Seelenherzen. Das ist schön. Nein. Aua. Mist. Nee. Nicht nochmal. Auf zum Boss. Little Horn. Komm, spiere ein. Ja, sehr schön machst du das. Feuer kannst du auch ausmachen. Das ist aber nett von dir. Devil Deal. Plazenta, Regeneration und HP ab. So, bin ich mal gespannt. Was kriegen wir im Devil Deal? Kriegen wir gute Items? Kriegen wir schlechte Items? Wir kriegen fantastische Items. Das sind absolut fantastische Items. Ja, dankeschön. Und dankeschön. Wunderschöne Items. Wirklich. Es gibt kaum was Besseres für ein Devil Deal, glaube ich. Ich meine, was will ich denn sonst noch? Oh, hier könnten wir uns durchsprengen und kriegen zwei Bomben für. Das ist schön. Leider kein Geheimraum. Wir verängstigen Gegner, wir können sie einfrieren. Wir haben extrem viel Leben, extrem viel Schaden. Wir sind schneller, kriegen immer Devil Deals. Geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist, glaube ich, richtig cool. Obwohl, doch, die Zeit nehme ich mir einfach mal. Guppy. Wird das etwa ein guter Run werden? Es scheint fast so zu sein. Und hier... Balls of Steel, sogar noch mehr. Happy Item einsetzen. Das macht ja auch gut Schaden jetzt schon. Ich sollte mich nur beeilen, weil zum Boss Rush wäre zwar cool, aber nicht notwendig, aber ich möchte zu Hush. Weil jetzt habe ich mich entschieden. Ich nehme die Devil Deals, bedeutet, ich möchte zu Hush. Hoppla. Ja, das ist wunderschön. Wunderschön. Ich bin begeistert. Aua. Okay, ich vergesse immer, dass die sowas können. Der Flatpenny gibt uns Schlüssel, wenn wir Münzen einsammeln. Das ist cool. Goldraum mit dem Robo-Baby. Okay. Nicht so nützlich. Ist aber auch nicht so wichtig. Auffüllen, einsetzen und nochmal einsetzen und weiter geht's. Shop. Mit einem Seelenherz. Ja, kannst alles behalten. Wenn ich jetzt noch fliegen könnte, wäre das fantastisch. Jetzt noch fliegen zu können, wäre so das Beste, was mir passieren könnte. Vielleicht beim nächsten Devil Deal. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich möchte mir eigentlich doch das Item kaufen. Machen wir es so. Geht schneller. Den Schlüssel nehme ich auch mit. Jetzt bin ich schon zufrieden. So ist das schön. Item einsetzen.
Gegner besiegen. Item einsetzen. Item einsetzen, beim Boss ankommen. Super. Super, 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 super. Es geht kaum besser. Auf geht's. Mega fetti. Kriegt auch schon richtig gut Schaden reingedrückt. Hat gleich die Hälfte Leben weg. Ich bin begeistert. Wird das endlich wieder ein guter, normaler Run sein? Ist der Fluch der normalen Runs für mich jetzt gebrochen? Ich weiß es nicht. Vielleicht macht er jetzt deswegen so ein Drama draus, weil ich irgendwie 5 von diesen Runs hatte, die man alle misst. Lebensupgrade. Och, Krampus, hi. Aua. Ja, Krampus. Danke, dass du diesmal nicht drehst. Nicht drehen. Ach, ich renne natürlich rein. Krampus Kopf nehmen wir mit. Krampus Kopf ist schön, erleichtert uns so ein paar Sachen. Und jetzt nochmal Beeilung. Nochmal eben schnell hier durch die Ebenen rasen und die letzten Gegner umhauen. Ich werde auch in den Curse Room gehen. Denke ich. Weil ich die Zeit nicht wirklich, aber ich habe die Herzen dazu. Wenn ich den Boss Rush zeitlich nicht schaffe, dann schaffe ich ihn halt nicht. Das ist mir nicht so wichtig. Nee, das ist mir jetzt ehrlich gesagt etwas unlieb, dass ich gegen dich antreten muss. Da hätte ich den Krampus Kopf gerne jetzt für. Leider habe ich den nicht mehr. Leider habe ich den schon benutzt. Mist. 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 Aber wie gesagt, wenn ich nicht zum Boss Rush komme, ist es mir vollkommen egal. Ich habe da nichts von. Will nur zu Hasch. Hasch und vielleicht Mega Satan, wenn ich Glück habe. Oh, ein Item. Oh, ich leg's wieder weg. Kurz in den Curse Room reinschauen. Kisten. Da war ich schon mal. Okay, was haben wir hier? Ist da irgendwas Nützliches drin? Einmal eine Full Health Pille. Und wir kriegen noch Schlüssel durch. Okay, hat sich gelohnt, glaube ich. Ich denke, es hat sich gelohnt. Komm, nehmen wir auch mit. Jawoll! Hohoho. Ich dachte eigentlich, das kann nur ein Fehler sein, darauf zu gehen. Aber das war genau die richtige Entscheidung. Hui! Heftig. Cricket's Head auch noch gefunden. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Klar, mir fehlt jetzt Guppy's Head, aber wenn ich noch 2 Guppy-Items finde, bin ich Guppy. Und dann ist vorbei. Wenn ich jetzt noch Guppy-Form erreiche, ist echt vorbei für alle Gegner. Das wäre cool. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich so ein bisschen aufgedreht. Wahrscheinlich, weil ich endlich mal wieder einen coolen Run hinkriege. Der nicht gleich darauf basiert, dass ich nach 2 Ebenen frustriert bin, weil ich meine Items nicht bekomme. Ja, das ist doch cool. Wunderschön. Zeitlich hängen wir ein bisschen zurück. Na, hier bleiben. Zeitlich sind wir nicht ganz so schnell. Da gehe ich auch schon mal rein. Ich kann es mir erlauben. Kann ich mir auch das erlauben, ist die andere Frage. Kann ich mir das erlauben? Will ich es mir erlauben? Ach komm, wir gucken einfach mal. Lord of the Pit, Demon Wings. Okay, dann nehmen wir auch das mit. Razor Blade, das war doof. Da war ich zu greedy. Was haben wir hier? Luck Up. Close of Diarrhea. Jetzt hätte ich gerne doch wieder ein paar Herzen. Das wäre ganz nützlich. Versau ich mir den Run gerade wieder selbst, weil ich zu greedy war beim Devil Deal. Vielleicht. Also ich kann schon mal fliegen, das ist schön. Guppy-Form wäre jetzt aber nützlicher, glaube ich. Und wenn ich beim Shop Lebensupgrade finde, werde ich es kaufen. Ich kann fliegen, warum begehe ich mich überhaupt mit diesen Spinnen ab? Hey, gib den Schlüssel her. Nein! Warum hast du dich gedreht? Warum? Aber der Schaden ist schon abartig. Der Schaden ist wirklich abartig. Zählen die 3 Herzen, die ich verloren habe, eigentlich alle zu meinem Schaden dazu? Nee, ne?
Noch nicht. Das wäre etwas sehr stark. Das wäre etwas sehr, sehr, sehr stark. Oh, der Bloodpenny gibt mir Herzen. Ich habe leider überhaupt keine roten Herzen mehr. Von daher ist der überhaupt nicht nützlich für mich. An sich cooles Item, aber nicht für mich. Und auch nicht, weil ich den Dark Balm nicht habe. Okay, Fragezeichen. Haben wir alle? Boah, Raum gekleert. Okay, Hallöchen. Da oben ist eine Karte. Ich glaube, das ist wieder die Magician-Karte, oder? Der Hierophant. Wesentlich besser als der Magician. Gehen wir zum Boss? Komm, wir gehen zum Boss. Wir stehen ja gerade vor. Wir gehen einfach mal zum Boss. Sharp. Und wieder. Wow, hast du Schaden gekriegt auf einmal. Ja, beim Boss brauchen wir jetzt nicht reingehen und da kriegen wir unser Item. Ach, wäre ich mal erst zum Boss gegangen und danach zum Devil Deal, hätte ich nämlich keine Massen an Herzen verloren. Weil ich die dann ja schon in roten Herzen hätte zahlen können. Das ist eine Überlegung fürs nächste Mal. Schon mal ein paar Münzen sammeln, paar Schlüssel sammeln für die Chest-Himmel, weil da werden wir hingehen. Falls ich Gabi's Tail bekomme, auf jeden Fall. Bombsaki, das ist jetzt nicht so toll. Rainbow Baby, okay. Gucken wir hier nochmal rein. Da ist der Shop. Das ist erfreulich. Ja, komm, The Candle. Nee. Diplopia. Double Item Vision. Wir nehmen Diplopia mit. Ich möchte was ausprobieren. Vielleicht funktioniert es. Es wäre auf jeden Fall sehr interessant, falls das geht. Und nach unten. Wenn das geht, wäre das einfach vollkommen overpowered. Ich habe eine Idee. Also klar, wir können uns die Devil Deals umsonst holen, aber das ist nicht meine Idee. Das ist definitiv nicht meine Idee. Das ist nicht meine Idee. Ich will einfach mal die Erfahrung machen und probieren, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, dann werdet ihr das schon sehen. Und wenn es klappt, werdet ihr das auch sehen. Haha. Das wird einfach zum Herausfinden sein, nicht weil es unglaublich stark ist. Auch wenn es wahrscheinlich gar keine so schlechte Kombination ist. Toll. Ganz viele davon. Nein, wir werden nicht zum Boss Rush kommen. Nee, das schaffen wir nicht. Niemals. Sind wir viel zu langsam zu. Da liegt noch ein Schlüssel rum, den ich mitgenommen habe. Warum nicht? So. Habe ich auf der letzten Ebene den Geheimraum gefunden? Und ich habe vergessen, das HUD einzuschalten. Das könnte ich jetzt nachholen. Aber kann ich, glaube ich. Beziehungsweise ich möchte den Run dafür nicht unterbrechen. Beziehungsweise doch. Ich werde es mal kurz unterbrechen und das HUD noch dazu holen. Das ist mir nämlich sonst zu blöd. Hier ist der Seed. Moment. So, da sind wir wieder. Wir haben das HUD an der Seite. Wie konnte ich das vergessen? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Kidney Stone. Ach, der Kidney Stone. Der war eigentlich, glaube ich, gar nicht so cool. Beziehungsweise, wir hatten den mal in einer sehr ungünstigen Kombination, in der er nicht sonderlich cool war. Eigentlich scheint der ziemlich cool zu sein. Weil auf einmal kommt eine unglaublich hohe Tierrate, glaube ich, daraus. Nur in der Kombination, wo wir den hatten, war der einfach ziemlich doof. Gut, dass ich hier durchkomme. Genau. Man kann auf einmal nicht mehr angreifen, dann muss man kurz aufhören anzugreifen und dann kann man weiter angreifen. Mit einer unglaublich hohen Tierrate kurz. Das ist schon ziemlich cool. Gerade wenn man solche On-Hit-Effekte hat, wie wir aktuell. Man muss halt nur darauf achten, dass man halt kurzfristig nicht angreifen kann. Wenn man das übersieht, ist es ungünstig. So viele Schlüssel. Man sollte ihn auch in die richtige Richtung feuern. Da war mein Gamepad etwas überempfindlich gerade. Als ich das losgelassen habe, während ich nach rechts angegriffen habe, hat er nach links angegriffen.
weil er nach links geschwungen ist. Sehr interessant. Zweites Guppy-Item. Und Seelenherzen. Was will man mehr? Was will man mehr? Es ist wunderschön. Wir werden noch mal kurz das hier mitnehmen. Und das so machen. Das mitnehmen. Und haben damit sehr viele Herzen. Zwei Guppy-Items. Wenn ich das letzte Guppy-Item auch noch kriege, dann wäre das ziemlich cool, ehrlich gesagt. Das macht schon gut Schaden. Ja, kann man so behaupten. Man kann es, glaube ich, auch an den Stats sehen, dass man auf einmal andere Sets hat, wenn das Item aufgeladen ist. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Schlüssel, okay. Ja, noch ein Schlüssel, okay. Nein, wir kommen definitiv nicht zum Boss Rush. Agalas, Destruction! Judgment, Explosive Diarrhea, ja, warum nicht hier? Bitteschön. Wenigstens einen haben wir erwischt. Wenigstens ein. So, wir könnten jetzt zum Boss. Warum nicht? Ei, Gisch. Wollte zuerst Hasch sein. Oh nein, das ist nicht Hasch. Das ist Gisch. Das ist wer anderes. Auch wenn sie irgendwelche Ähnlichkeiten haben vom Namen her. Ehrlich jetzt, du bist allen Schüssen ausgewichen. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Aber ich bin gespannt, was so ein Devil-Deer auf uns wartet. Oh, das könnte sehr interessant werden. Einmal den kleinen Gisch. Und was haben wir hier? Ah. Ja. Ich habe Diplopia dabei. Ich habe Diplopia dabei. Ich wollte es eigentlich anders nutzen, aber das ist zu verlockend. Das ist zu verlockend. Beziehungsweise, ich werde einen Test machen. Ich werde mal einen Test machen. Wir machen das jetzt mal so. Nehmen das mit, unser Schaden erhöht sich. Nehmen das mit, unser Schaden erhöht sich. Was passiert, wenn ich das mitnehme? Erhöht sich unser Schaden noch weiter. Okay, ich nehme alles mit. Alles klar. Weil, was will ich mehr? Fragezeichen, Fragezeichen, das ist mir egal. Oh, Buch. Erst, dass unsere Tierrate gerade massiv gesunken ist. Ja, ein bisschen. Das ist jetzt unschön. Aber unser Schaden ist massiv gestiegen. Ich glaube, das ist sehr riskant, was ich hier gerade mache. Oh, Maske. Oh, Buch. Dankeschön. Boss Rush ist jetzt schon vorbei. Jetzt müssen wir uns noch beeilen, um rechtzeitig zu Hasch zu kommen. Das nehmen wir mit, weil wir nur noch so wenig davon haben. Und wir müssen in die nächste Ebene. Und wow, wir sind bei 20 Minuten. Wir schaffen noch nicht mal Hasch rechtzeitig, glaube ich. Das wäre ärgerlich. Aber dann hätten wir immer einen coolen Run. Nein, Biel. Lass mich in den Bossraum hier. So, nächste Ebene. Glaube nicht, dass ich rechtzeitig zu Hasch komme. Vor allem nicht, wenn ich sowas hier mache. Nein, danke. Nein, ich habe es doch noch eingesammelt. Mist. Naja, okay. Kann ich mitleben. Irgendwie. Warum ist diese Kiste so fest in der Mitte? Nein, ganz bestimmt werde ich diese Kiste nicht öffnen. Eigentlich war mein Plan, das Polaroid und das Negative gleichzeitig mitzunehmen. Um zu schauen, was passiert. Aber wahrscheinlich wäre einfach nichts Besonderes passiert. Ich hätte halt das Polaroid und das Negative gehabt. Oh, das nehmen wir auch nochmal mit. Oh, ich würde zu gern in den Curse Room. Aber es ist einfach so riskant, jetzt in den Curse Room zu gehen. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt in den Curse Room. So einfach. Nein. Da könnte Guppy drin sein. Da könnte das letzte Guppy-Item drin sein. Nein, ist es nicht. Es ist genau gar nichts, was hier drin ist. Schade. Hat mich jetzt ein Herz gekostet, ich weiß. Kann ich mitleben. Da will ich nicht rein. Ich hoffe, dass ich mich nicht selber treffe gleich.
Mit Bobs Brain wäre das nicht verwunderlich. Luck up. Kein Seelenherz. Ich hätte echt gern Dad's Key. Dann würde ich nämlich noch immerhin zu Mega Satan kommen. So, Raum geklärt. Ich finde den Kidney Stone ehrlich gesagt nicht so cool. Der behindert mich nur beim Angreifen. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie nicht mehr ganz so stark wie vorher, wenn ich halt merke, dass er aktiv ist. Nichts. Und die gesunkene Tierrate ist auch nicht so cool. Das war leicht gefährlich. Ich stand direkt vor dem Boss, vor dem Gegner, wodurch ich hätte getroffen werden können. Aquarius, okay. Was haben wir hier? Nichts wirklich Besonderes. Wir haben kein aktives Item. Das habe ich ja weggegeben. Weil ich dachte, das brauche ich nicht. Shop. Die Tüte. Komm, gib mir die Tüte. Perfekt. Komm, ich muss weiter. Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Ich hab die Tüte. Ich hab die Tüte. Und ich schaffe es nicht rechtzeitig zu Sahash. Weil ich doof bin. Ne, ich glaube, ich schaffe ihn nicht. Schaffe ihn nicht. Ärgerlich. Ziemlich ärgerlich. Kommen noch einmal Gegner an. Frechheit. Mutti, ich habe da keine Zeit für. Danke. Nein. Dankeschön. Auf zum Boss. Und Seelenherzen, sehr schön. Seelenherzen sind gut. Jetzt hätte ich gerne den Kidney Stone. Jetzt hätte ich echt gerne den Kidney Stone. Aua. Erhöhter Schaden, der jetzt nicht mehr so wichtig ist. Und... Ja. Aua. Ich habe nicht darauf geachtet. Und wir haben es geschafft. Wir machen das. Wir gehen hier rein. Ich muss ihn mitnehmen. Ich weiß, das ist doof. Aber, huch. Au. Habe ich beinahe nicht gesehen. Nächste Ebene. 5 Minuten für diese beiden Ebenen. Haha, als wenn das funktioniert. Okay, alle kaputt. Weiter geht's. Ja, das war knapp. Oh, danke, es hat mir sogar mal geholfen. Okay, Raum geklärt. Leider keine Herzen. Ich habe jetzt den Vorteil, ich kriege immer schön Seelenherzen dazu. Warum seid ihr eingefroren? Hallo? Hallo? Danke. Was ist, wenn diese Gegner sich nicht zeigen? In dem Raum war ich doch gerade schon mal. Spiel! Danke. Warum? Lad endlich diesen Schuss auf. Danke. Ich will doch nur zum Boss. Ich will nur zum Boss. Schnell. Ist hier was drin, was mich interessiert? Nein. Aua. Das war gemein. Wenn ich es durch meine eigene Blödheit jetzt nicht schaffe, weil ich halt so viele Herzen ausgegeben habe, nicht zu Hasch zu kommen, ist das was anderes, als wenn ich ihn nicht schaffe. Komm, nimm's mit. Und schon kriegt man Seelenherzen. Nimm das mit. Warum muss ich dich erst mal überzeugen, sowas mitzunehmen? Du hast echt nicht getroffen? Weiter. So, noch eine Batterie, die wir nicht brauchen. Ich bin so ein bisschen gestresst gerade, weil ich eigentlich nur zum Boss will. Das ist blöd.
Und ich habe natürlich alles abgelaufen und finde nicht den richtigen Weg. Oh, danke. Danke, du hast dich einmal als nützlich erwiesen. Komische Teleportpille. Auf Doom. Skolex, hi. Du musst warten, bis er sich wieder zeigt. Richtig zeigt, dann ist er weg. Ich habe ihn an keinem Schaden gemacht, ist das euer Ernst? Was ist denn das? Skolex ist verbuggt. Boah, das ist ja richtig lästig. Ist einfach Skolex verbuggt. Wie soll ich den so treffen? Ehrlich jetzt, wie soll man den treffen? Komm schon, danke schön. Level Deal. Nö, nehmen wir nicht mit. Nächste Ebene. Oh, ich hätte das rote Herz mitnehmen sollen. Keine Zeit. Ich meine, man kann es rechtzeitig schaffen, ja, aber es wird schwierig. Aua. Jetzt können wir es nicht mehr schaffen, weil wir sind praktisch gesehen tot. Ja, wer so greedy spielt wie ich, der hat Pech gehabt. Ein an sich schöner Run, der leider zu Ende geht mit einem Verlust. Boah, deswegen mache ich auch das jetzt. Schade, schade. Vielleicht schaffen wir ja Mega-Satan. Schnell das mitnehmen, bevor ich noch gleich getroffen werde. Meine Tierrate ist zu gering. Meine Tierrate ist zu gering, als dass ich irgendwas Sinnvolles machen könnte. Haben wir hier was Nützliches? Jera? Wir nehmen mal Jera mit. Könnte noch nützlich werden. Das öffnen wir, kriegen Geld. Wheeler Fortune. Ich müsste in einer Minute zum Boss. Das schaffe ich nicht. Abgesehen davon, dass ich gleich tot bin. Ach ja, der ist ja unverwundbar, solange der da lebt. Dankeschön. Schade, kein Hasch für uns. Schade, schade. Wird nix. Ist nicht drinne rechtzeitig. Stattdessen treffe ich nur auf Loki. Hier, nimm's doch mit. Dass er sich immer so viel Zeit lässt dabei. Das heißt, Hasch muss, Hasch. Der Gegner muss da oben sein. Ne, gerade nicht geschafft. Mist. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn wir das geschafft hätten. Wobei, wir wären wahrscheinlich gestorben. Ehrlich gesagt, wir wären gestorben. Bei Hasch wären wir gestorben. 100 Pro. Von daher kann ich mir jetzt alle Zeit der Welt lassen und lieber probieren, noch zum Mega-Satan zu kommen. Das wäre zumindest realistisch. Es wäre realistisch. Und hoffen, dass wir noch irgendwie eine bessere Tierrate kriegen. Was soll ich denn mit Judgment? Meine Güte. Und sie mir ständig mit Judgment an. Wenn ich die Blank Card noch irgendwo sehe, würde ich sie definitiv mitnehmen, weil dann könnten wir richtig Ärger machen mit. Stärkekarte. Mhm. Nimm das mit. Dankeschön. So langsam geht es uns wieder besser. Von den Herzen her. War das auch Judgment? Hier. Brauch das Geld eh nicht mehr. Nimm all mein Geld. Braucht das Geld tatsächlich nicht. Es wäre schöner, wenn du mir Schlüssel gibst statt Münzen. Okay, das nehme ich auch gerne. Denn wir kriegen hier noch einen Devil Deal auf dieser Ebene. Vielleicht lohnt sich das ja sogar. Vielleicht lohnt es sich ja sogar. Dann können wir eigentlich auch mal hier reinschauen. Oh. Ganz viel Zeug. Nimm doch mal das rote Herz mit hier. Dass der immer erst gebeten werden muss, die Sache mitzunehmen. Das ist unglaublich.
Das war knapp. Einer von dem Zeug getroffen worden. Das wäre unnötig gewesen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Schade, dass das nicht geklappt hat zeitlich. Aber wie gesagt, ich glaube, wir wären gestorben bei Hasch, weil wir zu wenig Leben haben. Weil ich ja zu greedy war und mir immer alles holen muss. Kein Geheimraum? Okay, dann gucken wir doch mal hier nach dem Geheimraum. Kein Geheimraum? Gucken wir doch mal hier nach dem Geheimraum. Auch kein Geheimraum. Wo soll denn der sein? Hier? Rechts? Das Spiel veräppelt mich gerade. Und zwar sowas von. Muss der Geheimraum ja theoretisch hier sein. Das kann ich jetzt auch wirklich ausblenden, weil die Zeit ist jetzt egal. Hä? Dann ist der Geheimraum bestimmt links irgendwo, wo ich noch gar nicht war. Dann kann ich das nicht wissen. Gehen wir da rein. Das könnte das letzte Guppy-Item sein. Entfestet. Fragezeichen und wir gehen mal zum Boss. Ja. Hallöchen. Hallöchen. Das wollte ich mir eigentlich für Mom aufbewahren. Kriege ich das noch hin, das einmal aufzuladen? Ich glaube nicht. Aua. So, Devil Deal, zeig her, was gibst du mir? Ein nützliches Item. Das andere ist eher weniger nützlich. Danke fürs Sehen jetzt. Und ja, jetzt habe ich mich entschieden, ich gehe in den Curse Room, auch wenn es mein Ende sein könnte. Nö, es lohnt sich sogar nicht. Obwohl doch. Ein kleines bisschen lohnt es sich schon. Kann es sein, dass ich für jeden Treffer enorm Damage-Zuwachs bekomme? Glaube ja. Gehen wir mal nach oben. Glaube, ich kriege einen enormen Damage-Zuwachs, wenn ich einen Treffer kassiere. Ja gut, der ist auch nötig bei dem wenigen Leben, den ich habe. Aber trotzdem wäre es euch besser, wenn ich gar keinen Schaden kriege. Hui. Da kriegen wir noch ein Sehnherz dazu. Kriegen wir noch was? Ein Säckchen mit einem Tütchen. Was ist denn hier auf einmal los? Ancestors Vision, cool. Vision Rune. Was haben wir hier? Two of Clubs, ja, schön. Hangman brauchen wir nicht, dann nehmen wir weiter Jera mit. Oh, jetzt komm. Aha. Ja, doch. Doch, das ist nützlich. Ich hätte gerne noch ein Tears Up. Ein Tears Up wäre jetzt wirklich das Highlight. Weil mit 12 ist es nicht ganz so cool. Das ist eine etwas langsame Tierrate als normal. Aber hier. Pille mit Luck ab. Luck von 7. Also, man muss schon sagen, wenn man sich das mal hier ankaut, sieht das anschaut, nicht ankaut. Anschaut, sieht das weitaus beeindruckend aus als in der Statistik links. Naja. Und wenn man mit so einem aufgeladenen Kidney Stone in den Raum reinrennt, dann macht der doch schon gut Schaden. Dann macht er tatsächlich gut Schaden. Noch ein Luck ab. Luck plus 8, das ist heftig. Und da kriegen wir noch ein Sehenherz. Es geht uns langsam wieder richtig gut. Ich glaube, wir kriegen auch Isaac recht problemlos platt mit den Items. Und ab und zu frage ich mich echt, wo der Kidney Stone gerade hinfliegt. Richtig wohlgemerkt. Weil da, wo der hinfliegt, keine Ahnung. Da ist nichts. Und da habe ich auch nicht hingedrückt. Das brauchen wir nicht. Wir nehmen weiterhin das Teil mit, was uns Münzen gibt. Das ist nützlich. Ey! Das war nicht cool. Hui! Kannst du dich mal entscheiden, wo du hinspringst? Weil irgendwie springst du immer in eine andere Richtung. Das ist gerade extrem lästig. Machen wir mal das auf. Das auf. Nichts. Noch eine Rune. Perto! Ich würde ja gerne Perto und Jera mitnehmen, aber ich glaube, das wird nichts. Schade. Es könnten auch ruhig wieder ein paar rote Herzen irgendwo sein. Ich glaube, die kriege ich nicht.
Warum bin ich hier reingegangen? Ich wusste, dass der hier drin ist. Aua. The Sun. Nehmen wir mal kurz The Sun mit. Komm, wir nehmen mal kurz The Sun mit. Gehen hier rein. Ich weiß, das ist riskant. Oh. Und kriegen 3 Seelenherzen. Balls of Steel. Wow. Das hat sich aber sowas von gelohnt. Nein, mein Damage-Zuwachs ist nicht so riesig, wie ich dachte. Da ist der Geheimraum. Da wäre der Geheimraum. Hallo. Danke. Nein. 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 Es wäre gut gewesen, wenn da was Tolles drin gewesen wäre, wenn ich Guppy-Form bekommen hätte. Aber stattdessen habe ich Seelenherzen gekriegt, das ist auch schön. Sollte ich mich nicht über Seelenherzen beschweren. Gerade bei meinen wenigen, den ich gerade noch hatte. Jetzt sieht das tausendmal besser aus, kriege aber noch mehr Seelenherzen. Noch eine Jera-Rune. Und hier ist ja noch The Sun. Okay. Das Spiel mag mir gerade gute Sachen geben, scheinbar. Diese Papiertüte ist echt... Wow. Wenn man einmal diese Papiertüte hat, dann hat man echt gewonnen. Man kriegt ständig Zeug nachgeschmissen. Todeskarte. Nehmen wir die Todeskarte mit und setzen sie einmal hier drüben ein. So. Ich glaube nicht, dass sich das gelohnt hat. Nö, nicht wirklich. Hier, nimm das mit. Dass man den immer erst dahin begleiten muss. Ich könnte jetzt ja rote Herzen einsammeln, aber nö, ich bleib lieber an der Stelle stehen und mach gar nichts. Das ist der Typ. Und wir kriegen noch ein Seelenherz. Er ist hier aber auch zu fein für alles. Eine Dark Bomb. Oh, noch mehr Bomben. Da unten ist doch der super Geheimraum. Ja, Vision. Aua, Vision war schon cool. Warum habe ich plus 6 Schaden jetzt gekriegt? Ich verstehe das nicht. Ich finde es gut, aber ich verstehe es nicht. Ja, komm, das nehmen wir auch mit. Wir haben es ja. Ja, hier, bitteschön. Noch mehr Seelenherzen, dankeschön. Schlüssel und Geld, wodurch noch mehr Schlüssel erscheinen. Und zum Boss. Isaac! Irgendwo ist gerade, glaube ich, Bob's Head explodiert. Bob's Rotten Head. Ich habe nur keine Ahnung wo. Und ja, der Schaden ist schön. Aua. Jetzt ist der Schaden noch heftiger. Der Schaden ist wirklich super. Ja. Und Isaac ist besiegt. Nächste Ebene. Und da werden wir dann die Jera-Rune einsetzen. Ich freue mich jetzt schon. Vielleicht kriegen wir Dead's Key. Vielleicht, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nein, 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 nein. Das meiste davon ist Müll. Wir werden mal kurz das Item mitnehmen, weil wir sonst noch nichts haben. Und das Einsetzen, das bringt gar nichts. Das werde ich mal kurz anfassen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Spectral Tears. Das werde ich mal kurz anfassen. Und das war's, glaube ich. Aua. Hier, bitteschön. Habe ein aktives Item und ich weiß es zu nutzen. Mehr oder weniger. Eher weniger. Wir werden einfach mal das hier mitnehmen. Ich weiß nicht, was mir das genau bringt. Revo Rewards. Ich habe den Sinn dieses Items noch nicht so ganz verstanden, glaube ich. Aber das macht nichts. Irgendwann kriege ich das schon hin. Warum? Okay. War halt etwas erstaunt, wie viel Leben der ausgehalten hat und bekommen hat oder hatte, bevor er gestorben ist. Holy Mantle. Sehr schön. Ich hätte aber gerne lieber was anderes. Ich glaube, das kannst du verstehen, Spiel. Vielleicht das da? Accuracy brings power. Mhm.
Weil ich ja noch nicht stark genug bin. Nein. Ja, jetzt wird's lächerlich. Jetzt wird's wirklich lächerlich. Okay, was haben wir hier? Ich habe die Rewards rerollt. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt hat. Jetzt wird's wirklich lächerlich. Tour of Clubs. Noch mehr Bomben. Justice. Und Explosive Diarrhea haben wir immer noch. Nein, wir werden wahrscheinlich nicht zum Mega-Satan kommen. Der Schaden. Ich bitte dich, Spiel. Hui. Das ist lustig. Das ist leicht lustig. Und den Host-Head verstehe ich auch noch nicht so ganz. Ich krieg keinen Schaden. Ich weiß nicht warum. Money is power. Natürlich. Also über zu wenig Schaden darf ich mich echt nicht beschweren. Ich habe gerade Reroll Rewards gedrückt und irgendwie ist nichts wirklich passiert. Es ist leicht abartig, was da an Schaden dabei rumkommt. Dezent. Nein, ihr beiden, das ist böse. Und wir kriegen Speed und Shot Speed ab. Das ist vernünftig. Reroll. Ich habe damit, glaube ich, nichts gemacht. Und der ist geplatzt. Oh, zum Boss. Ach komm, wir gehen zum Boss. Hallo. Ich glaube, du hast gleich nicht mehr zu lachen. Hä? Jemand muss ja diesen Würfel erklären. Definitiv, weil ich verstehe ihn nicht. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil funktioniert. Ich gebe es jetzt offiziell zu. Warum hat es mich wegteleportiert? Das Cursed Eye habe ich doch gar nicht. Boah, ist der Schaden abartig. Wirklich. Ich lasse gleich mal was liegen. Ich lasse gleich mal so eine Kiste liegen, wenn ich eine sehe. Oder einen Schlüssel oder sowas. Ich habe nämlich so die Gnord Leaf. Was passiert, wenn ich das jetzt drücke? Ah, kann ich so Räume nochmal machen? Das wäre interessant. Oh Gottes Willen. Nein, ich nehme keins davon mit. Also das obere auf gar keinen Fall. Ah, okay. Dann ist das Item sogar richtig nützlich. Was passiert, wenn ich das einsetze, wenn die Gegner schon tot sind? Seraphim. Ich glaube, dann bringt mir das gar nichts, deswegen lasse ich es einfach mal. Levelkarte. Universalschlüssel, aber leider nicht der richtige. Little Horn ist besiegt, ich krieg eine Kiste. Wenn ich die Taste jetzt drücke, fängt der Kampf auch von vorne an. Das ist broken! Okay, ich weiß jetzt endlich mal das Item zu schätzen. Jetzt krieg ich eine Bombe. Und Cancer. Okay. Okay. Nehmen wir mal das mit. Und gehen in den nächsten Raum. So kann ich mir noch das eine oder andere Item holen. Das ist gar nicht mal so übel. Das ist verdammt cool. Nochmal bitte. So kann ich manche Räume einfach doppelt machen. Huch. Was ist das denn gewesen? Der war schnell unterwegs. Und kriegt leider nur eine Bombe dafür. Das ist ärgerlich. Ja, Seelenherz liegt jetzt auch rum. Das brauche ich nicht. Moment. Stopp. Gib her. Jetzt werden wir in den Raum da drüben mal gehen. Nochmal. Das Item ist witzig. Das Item ist wirklich lustig. Oh, ich krieg da so ein Schrott-Item raus.
Ja, D7 ist lustig. Ich glaube, den nehme ich in Zukunft häufiger mit. Oh, gleich zwei Items. Nochmal. Wir nehmen mal Penny Tears mit. Und kriegen jetzt einmal das hier. Okay. Was passiert denn, wenn ich das jetzt in dem Raum einsetze und es sofort drücke? Habe ich jetzt die doppelte Anzahl an Gegner? Glaube ja. Okay, dann habe ich keinen Vorteil dadurch. Muss er den erstmal herausfinden, wenn man das Item nicht kennt. Aha, Seelenherzen. Ich glaube, ich könnte noch einmal das Item einsetzen. Wenn ich das hier mache. Hehe, toll, eine Batterie. Nochmal. Das ist lustig mit der Batterie, aber nicht so hilfreich. Jetzt könnte ich das nochmal machen. Das ist witzig. Das heißt, man könnte sich theoretisch unendlich Items holen. Wenn man das kombiniert mit was anderem. Das ist lustig. Na gut, dann bemühen wir uns zwar noch den Geheimraum zu finden eben. Mal eben vor allen Dingen. Oh, sogar mal eben. Reed. Oh. Kaputt. Oh Gott, deswegen. Viel Zeug. Moment. Hehe. Moment. Wir haben jetzt. Okay. Ich verstehe den Raum so langsam. Also ich verstehe das Ding so langsam. Das setzt sozusagen den Raum zurück. Bedeutet, wenn ich damit in den Raum mit Greed gehe und das dann nutze. Vielleicht ist Stars dabei, was soll ich damit denn? Dann könnte ich in der Theorie Greed wegmachen. Und mir dann neue Sachen erhoffen. Das ist lustig. The Devil. Weil wir so böse sind. Und du bist gleich in der zweiten Phase, ohne dass ich was wirklich gemacht habe. Und diesmal werde ich das Item nicht einsetzen, einfach vorher. Falls ich es überhaupt einsetze. Ich werde es einsetzen aus Spaß. So, jetzt werde ich mal kurz das Zeug hier einsammeln. The Two of Diamonds. Dingens. Was passiert, wenn ich das jetzt drücke? Bin ich am Anfang der Ebene. Huch, war ich hier noch nicht? Doch, hier war ich doch schon mal. Ach, dieser Minigirl, die total sinnlos ist. Ich finde den richtig blöd. Der macht keinen Schaden. Tja, schade. Nehmen wir das Cursed Eye noch mit, einfach um zu schauen, was passiert. Sieht interessant aus. Ich frage mich, wie das zusammen mit dem Kidney Stone klappt. Das wird. Das hat keinen sonderlichen Effekt scheinbar. Also Curse Eye und Kidney Stone ist, glaube ich, gar nicht mal so übel, weil man ja sowieso seine Items aufladen muss. Jo. Wir haben fertig. Hurra! Nichts geschafft in den Run, obwohl er sehr vielversprechend aussah. Aber wir haben es geschafft. Hooray! Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part The Binding of Isaac Afterbirth und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann! Ciao, ciao!